Mittland brannte, denn Robert der Zweite war tot und sein Königreich zerfallen. Seine Krone war an einen Streiter Innos übergegangen, der sich Robert der Dritte nannte und geschworen hatte, das zerfallene Reich zu vereinen. Das Schicksal schien auf seiner Seite zu stehen, denn schon bald hatte Robert der Dritte den gesamten Kontinent erobert. Doch als er in See stach, um auch die südlichen Inseln zurückzuerobern, legte sich ein Schatten über den König und verfinsterte seinen Geist. Und als seine Truppen die Insel Argan erreicht und Sorniara erobert hatten, war es, als wäre Robas Geist nur mehr eine flackernde Kerze in tiefster Dunkelheit. Das Amulett, ich. Wir müssen kämpfen. Kämpfen. Kämpfen! Robas Heerführer folgten seinem Befehl. Lord Hagen führte seine Männer in den Westen der Insel, während Lee in den Osten zog und die Königsstadt Setarif belagerte. Mein König, ich bringe schlechte Neuigkeiten. Das kann doch nicht sein. Die Flotte, die wir entsandt haben, sind ja die Ruhe! Ich brauche Ruhe. Ruhe braucht er, sagt er. Hallo, herzlich willkommen zu meinem Let's Play Arcania Gothic 4. Ich bin's wieder, euer Chronicles of Games, und spielen dieses Spiel. Okay, wir sind jetzt König Robert der Dritte, der große Befreier Myrtanas, und jetzt möchte er auch Argan befreien. Aber jetzt hat sich seine Seele verfinstert. Okay. Mal sehen, was mit ihm passiert. Also, wir können uns vorwärts bewegen, wieder rückwärts bewegen, können nach seitlich und nach rechts gehen. Dann können wir mit der linken Maustaste unser Waffenmenü auswählen, mit der linken Maustaste einen Schlag ausführen oder Kombos, indem man mehrfach drauf hämmert auf die linke Taste. Oder wir können mit der rechten Maustaste uns schützen, verteidigen. Wir können auch eine Rolle nach links, rechts, nach vorne, zurück machen. Okay, das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Wir können jetzt einfach durch den Tunnel durch. Durch diese Tür durch. Nimm dich wie ein König. Und die ersten Gegner. Reißt ihnen das Fleisch von den Knochen! Okay, die ersten Gegner fallen schon. So, noch einer. Sehr gut. Marsch! Jetzt geht's einfach geradeaus. Den ersten mit dem Schild, dann geht das andere recht leicht. Der wehrt ab. Das soll er aber nicht. Gut.
Ich werde es nicht schaffen. Das meint aber auch nur ihr. Was sollen wir tun? Was sollen wir nur tun? Okay. Ich habe festgestellt, dass mein Mikrofon meine Stimme leiser oder... ja, heller macht. Das stimmt aber nicht. Sie ist eigentlich schon dunkel. Jetzt kommen schon stärkere Gegner. Die haben schon eine Rüstung an. Aber das ist kein Problem. König Ober ist jetzt unsterblich. Keine Energieanzeige und sonstiges. Mit dem Skelett dazu. Okay, den habe ich wohl auch vorhin erwischt. Er kann auch springen. Mit der Leertaste. Okay, nochmal gegen. Okay. Ich verteidige, er verteidigt. So läuft es. Und da hinten sehen wir einen Erzdämon. Gehe ich einfach mal freundlich auf ihn zu. Sag mal hallo. Und dann sagt er mir sowas. Einfach draufhauen. Das ist der Sinn dieses Spiels. Ist nicht schwer. Noch einmal. Sag einmal. So. Jetzt haut er ab. Wir kommen hier noch nicht weiter. Snickers und weiter geht's. Jetzt knöpfe ich mir erstmal die Magie hervor, weil der stört mich am meisten, wenn der da aus dem Weg gehen würde. Au, so. Power. Wie gesagt. Oh, die haben es auch so schön animiert, die Skelette. Okay, ja. So, jetzt kommt noch einer. Da ist er. Der spawnt sich einfach mal her. Einfach so. Warum ist er da? Das kann er leben. Okay, der kriegt jetzt eine drauf. So. So. Springt auch andere Gegner an. Also wenn ich mit einem beschäftigt bin, springt auch mal einen anderen Gegner an. Das ist aber recht lustig. Also ich muss nichts anvisieren oder sonst irgendwas. Das ist eigentlich sehr leichte Steuerung. Was ich eigentlich sehr gut finde an diesem Spiel. Die Steuerung ist jetzt nicht so schwer. So, ich werde noch beschossen von dem hier. Können wir das hier auch schon abschließen, glaube ich. So. Das war mein erstes So. Okay. Darf man natürlich nicht sagen. Oh. Na, ja, diesmal schaffe ich es überhaupt nicht, dass ich wegkomme. Aber der macht es auch zurzeit sehr oft. Du bist schon wieder zu ja. Spät. Dich doch besiegt, halt die Fresse. Komm zurück! Komm zurück und kämpf mit mir! Das sind wir. Kann mich nicht bewegen? Ah, jetzt tut sich was. Ah, da bist du ja. Was ist denn das für eine Anmache? Da bist du ja. Okay. Ivy? Hast du wieder schlecht geträumt? Ja, von dem König in der Höhle. Das kommt davon, dass du den ganzen Tag schläfst. Bist du nur gekommen, um mich zu ärgern? Nein, mein Vater will mit dir reden. Kroma? Was will er? Keine Ahnung. Er wartet im Dorf auf dich und ist ziemlich schlechter Laune. Hm, da
Dann gehe ich wohl besser und red mit ihm. Wie wäre es denn mit einem Kuss? Okay. Wie wäre es mit einem Kuss? Nicht jetzt, später. Oh, du blöde Henne, du. Okay, das brauchen wir nicht. Jetzt läuft sie davon. Hui. Oh, schön. Da steht sie nun. Okay, nun zu unserem Helden. Das sind wir. Warum ruckelt's gerade so? Okay, wir sind Schafhirte. Und dann haben wir auch einen Hirtenstock. Eine Zweihänderwaffe. Okay. Dann auf I haben wir unseren Charakter. Auf Stufe 1. 50 Gold. Mehr haben wir noch nicht. Wir haben jetzt den Schäferstab. Okay. Dann auf K haben wir hier unseren Fähigkeitsbaum. Bei jedem Level up kriegen wir 3 Punkte und können es dann verteilen. Kampfgeist, Disziplin und Magie. Und auf L haben wir unsere Auftragsliste. Ein strenges Wort. Rede mit Groma. Ganz schwer. Erledigt haben wir noch nichts. Kreaturen haben wir auch noch nicht gesehen. Okay. Das war's jetzt. Wir können uns wieder bewegen. Vorwärts, rückwärts. Die Grafik ist schon schön eigentlich. Also in dem Spiel hat man sehr viel Wert auf Grafik gelegt. Da ist ein Schiff da hinten. Da sieht man es ganz rechts. Jetzt ist es wieder weg. Ich kann zaubern. Okay, unsere Hütte. Ja, wir werden dann hier jetzt wieder weitermachen. Ich werde hier einen Cut machen. Und wir werden uns nächstes Mal hier sehen. Ich bin euer Chronicles of Games. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Es war eben jetzt einfach nur ein Intro. Und schreibt's was in den Kommentaren. Ich werde sie lesen. Da streckt sie sich da hinten. Ja, ich werde weitermachen. Und wir werden uns sehen. Tschüss, bis dahin.